Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Borderlands 2. Ja, ihr seht es uns noch nicht direkt an, ihr werdet es vielleicht gleich hören, wir sind ein bisschen genervt, das ist... Fake 696! In etwa, ganz genau, das ist so, ja, Baumstreicher ist dabei, ihr habt ihn gehört und der Freshnet auch. Wir sind ein bisschen genervt? Ja, also ich hab... Ja, wir haben das jetzt mehrfach versucht, ich hab jetzt unser Fehler überprüft. Und jetzt sind wir beim Freshnet im Spiel als Host. Und ja, wenn das wieder nicht funktioniert, lass ich das hier drin. Einfach nur an dir, weil du in 4K aufnehmen willst. Das hat nichts damit zu tun. Ich muss in 4K aufnehmen. Meine Grafikkarte, das Spiel kann nur 4 GB verarbeiten. Meine Grafikkarte prügelt voll rein. Ich bin eine Toffee-Kuche. Sag mal, was ist denn mit denen? So. Ja, aber wir können danach es gerne auch mal. Zufrieden, ey. Wir können danach gerne mal 1080p versuchen, ne? Ja. Und wenn das dann funktioniert, dann hörst du einfach auf, um 4K aufzunehmen. So, fertig. Der Boss hat gesprochen. Ich gehe jetzt rein da. Und ich will, wenn Videobeweis haben, wenn deine Augen kaputt gehen sollten. Warum geht das Tor nicht auf? Ach, jetzt. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll! Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! So, wer von euch so, vier Klapp-Bitches, hä? Ja, siehst du, das bist du das Problem. Ich bin der Host, Alter. Ja, aber es hat nichts mit 4K zu tun. Ja, Arschlöcher, ja? Oh, jetzt will er auch noch aufs Maul kommen, ja? Hast du gerade echtes Skill aktiviert? Okay, das kann ich auch. Nein! Nein! Ja, ich habe versehentlich die Aufnahme kurz unterbrochen, weil ich dachte, es stürzt wieder ab. Ich war ein bisschen unfreundlich. Ich muss es zurechtschneiden. So, wir können weiterspielen. Ein Wunder. Guck, hat ja gar nicht lang gedauert. Bist du gerade wieder am Aufnehmen? Ja, ne? Ja. Perfekt. Guck mal. Jetzt sag ich deinen Zuschauern, kaum bin ich der Host, schon funktioniert alles, weißt du? So, ich bin der King, ich geh rein. Kann nicht sein, ich war schon vor dir drin. Oh, okay. Kamera-Symbol, warte. Das weiß ich noch. Nee, warte, ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Autoreifen. Irgendwo hier. War das. Ah! Ja. So, das ist mir jetzt wichtig. So. Uns bei der Sache mit Roland? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich hab hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Oh! Iridium! Hat schon Iridium gefunden, also. Hab ich gerade gesehen, hast du aus irgendeinem von den hier Spinden, ne? Okay. Ja. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Banditen von Sanctuary. Wer hat das offen? Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Hä? Ist gut, dass so eine Leuchte. So. Auf zu Earl! Die komische grün leuchtende Tür da vorne. Schwarzmarkt. Adieu. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Irgendwas ist ein größerer Rucksack, definitiv. Beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Kauf was, oder gib mir. Also hier kann man für Iridium die Munitionskapazitäten erhöhen und Rucksackkapazität erhöhen. Für die Leute, die das nicht wissen.
So. Das heißt, dritte Treibstoffzelle können wir abgeben. Einbauen. Hat Striker schon gemacht. Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Action! Oder auch nicht. Mist, jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Okay. Dann machen wir kurz das mit Roland. Aber nehmen wir kurz die Main-Quest. Sind nicht durch, damit hier ein Zusammenhang besteht. Kammerjäger, komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Jede Wette, Jack pisst sich in die Hose. Ein Schlüssel, mit dem die Archive von Sanctuary geöffnet werden können, wo Roland seine Kommandozentrale eingerichtet hat. Okay. Ich schließe die Tür auf. Oh, Waschmaschinen. Oh, Waschmaschinen. Na, das sind keine Waschmaschinen. Da sind Waschmaschinen. Oh. Oh, Miss Tennis. Über Waschmaschinen. Ja, natürlich. Ah, Iridium. Woo. So. Das ist wirklich sehr dubios. So, dann gehe ich jetzt mal hoch. Wollte erst looten. Ich bin ja hier der Loot-Messi, wissen doch alle. Und ich bin falsch abgebogen. Ich muss unten mit Tennis reden. Nein. Stimmt. Mit dem Fragezeichen-Ding da. Für die es nicht wissen, das da ist Tennis. Okay, wo ist die denn jetzt schon wieder? Da, das ist Tennis. So. Jetzt, wo du es in Rolands Hauptquartier geschafft hast, solltest du nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthaltsort verraten. Oh, Waffenslot. Hey, Soldat. Wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Echo Recorder. Vielleicht enthält er Informationen über den Aufenthaltsort von Roland. Inventar voll? Ne, hier, nimm. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk? Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Der Firehawk! Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. So, das machen wir jetzt auf der Stelle nicht. Wir nehmen mal kurz irgendwelche Ausrufezeichen mit. Aber? Ich habe ein dickes Problem, wenn wir bei Freshnet sind. Was denn? Mein Inventar wird mir nicht angezeigt. Komm doch mal neu rein. Das ist schon mal gut. Obwohl, warte, ich wollte jetzt hier Ausrufezeichen mitnehmen. Ja, warte kurz. Ich connect mal kurz neu. Ja. Und währenddessen machen wir einen Blick in diese Kiste hier. Ja. Hab ich schon getan. Ich habe schon zwei neue Waffen gezogen. Und. Okay. Unfair, ich sehe nichts. Ich will was sehen. Ich habe E-Tag! E-Tag Feuer. Braucht noch jemand ein E-Tag Feuer Scharfschützengewehr? Nee. Ich hab eine Hyperion Piste. Oh, geiler Typ. Ich hätte noch eine Feuerpiste von Teddy Ohren zu bieten. Ein Hyperion Sniper. Das, das ist alles E-Tag. Alles E-Tag. Wir wissen natürlich noch nicht, was E-Tech ist. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Komm, ich werde mir noch einen Schlüssel gönnen und dann mache ich Pause mit Schlüsseln. Ah, nee, das ist das mit dem scheiß Visier, kriegst du wieder. Ja, fick die Henne! Weil Sanctuary buggt natürlich gerne hier alles unten im Boden. Egal. Wer schnellt? Sobald ich irgendwann mal eine neue Waffe habe, ich habe den richtig sexy Revolver mit Messer dran. Oh, geil. Das Visier ist scheiße, aber das dürfte dich mit dem Messer nicht interessieren. Hier ist auch eine Vladav-Pistole mit ordentlich Schaden.
Okay. Yeah. Gut. Das reicht mir jetzt für Level 9 Schlüssel rauszuhauen. Natürlich, wenn jemand hier noch... Oh! Einer geht noch. Oder was ist das hier? Braucht irgendjemand was davon? Nee. Nee. Okay. Ich hab grad vergessen, wir haben schon einen dritten Waffenslot. Ich kann ja auch noch eine andere Waffe mal mitnehmen hier. Willst du dran gehen oder? Ja, du stehst nur gerade mittig davor, deswegen habe ich gedacht, so. Du willst nochmal öffnen. Also ich habe jetzt zumindest wieder einen Schrotflinten-Slot. Ja, und ich habe eine Bladder-Waffe. Oh. Mal gucken, ich muss mal kurz gucken, zurückrennen, wie ob mein Inventar mittlerweile wieder angezeigt wird, weil sonst habe ich ein Problem. So. Hey, endlich, ich kann Waffen verkaufen. Ja, verkauft jetzt auch was? Machen wir gerade mal einen ganz gemütlichen Start in die Folge. Ja, nach dem Chaos haben wir uns das jetzt hier wohl mal verdient. Waffen, Waffen, Waffen. Oh, ich hole kurz die Waffe ab. Obwohl, ich könnte auch das Scharfschützengewehr da reinpacken, sehe ich dort. Passt schon. Hoppala, da ist nochmal ein Schlüssel reingeflogen. Upsala. Oh, warte, mir fällt gerade ein, dass Fresh vielleicht Interesse an meiner alten Pistole haben könnte. Ey, wo ist er denn? Lauf doch nicht weg. Na, was? Ich hab dich noch gar nicht nach meiner alten gefragt. Oh, die macht mehr Schaden als meine, ja. Jo, viel Spaß damit. Geil, danke. Bitte. Euer SMG. Hallo. Was? So, einen mache ich noch, dann habe ich jetzt auch 145 Schlüssel übrig. Feuer SMG, das klingt geil. Ja. Wie geht's? Hör doch auf, ey. Also, ich kann noch eine Feuer. Also ich könnte mit auch beiden davon was anfangen, wenn du es nicht brauchst. Was gibt's denn da schon wieder? Was gibt's da schon wieder für Waffen? Ist ja schlimm. E-Tech, es war eine E-Tech Schrotflinte. Ach so. Ja, die hatte ja Fresh Net mir auch. Und das andere war eine SMG, einfach nur weil ich SMGs mag, dachte ich. So. Ich würde mal sagen. Was für eine SMG? Non-Elementar? Aktuell ist es mir egal, ob das macht Schaden. Aber später wäre mit Element natürlich praktischer. Am besten mit Slack irgendwie. Mit Schleck. Ach so, warte. Ich hab das falsch interpretiert. Zu, dass es so bleibt. Hä? Was denn? Ich wollte wissen, was es ist. War es jetzt eine mit oder ohne Element? Das fragt Jan, die hat er. Achso, die hat er. Ich hab gedacht, du hast die SMG genommen. Okay, nee, die hat eine. Nee, das ist eine ohne Elementar. Das ist eine normale Dahl-SMG. Achso. Oh, die schießt aber schön. So. Ich starte mal die nächste Cutscene. Drückt uns die Daumen. Na? Also mein Spiel ist abgestürzt. Und bei euch so? Boah, mir wurde da ganz Bein geschossen. Ah. No refunds. Ja. No refunds. Das läuft ja wieder richtig gut. Ich mach einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns in Take 800 sonst was wieder. Guck mal, mir hält hier so eine Luft rum. Komm mal. Und? Yo! Krieg ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Oh, wow, ich hab mich bewegen. Hey, Marcus! Ich bitte dir! Weißt du, was best ist, als jemanden mit Projektilen umzulegen? Findest du nirgendwo. Ihn mit Projektilen umzulegen, die brennen. Ah, Moment. Was? Hey, was? Kammerjäger! Was? Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe, hä? Gleich, Marcus. Warum schreit er mich so an? Hättet ihr lieber Team-Magazingröße oder Team-Kugelregeneration? Kugelregeneration? Ja.
Ja, das im Psycho-Egal ist klar, der braucht keine Muni. Aber ich nehme gerne Munitionsregeneration. Das klingt geil. Gutes Angebot. So. Flammenwaffen. Jetzt grill das imperialistische Schwein wie ein Skag-Steak. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, hat weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Gibt der, kriegen wir nicht einen von der Quest? Ja, schon klar, aber hätte ja sein können, dass er irgendwie eine Schockwaffe nebenbei hat. Asche legt ihr dreckigen nee. Widerständler! Siehst du, wie Schilde Feuer widerstehen? Um ein Schild zu durchbrechen, brauchst du eine Schock. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller platt, ha. Als du den Kauf bereuen kannst. Oh, hatten wir nicht noch mehr? Was noch? Ich warte. Panzerung. So eine Panzerung zu durchbrechen, dauert viel zu... Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Jetzt testen wir mal diese neuen Slack-Waffen. Ja, yeah, gib uns Slack. Jetzt probier mal eine von den Slack-Waffen aus. Slack ist etwas komplizierter. Wenn du einen Feind slackst, verstärkt das alle Nicht-Slack-Schäden um einiges. Los, slagge diesen Trottel. Dieser Ups. Ich glaub, der ist tot. Jetzt, wo er geslaggt ist, nee, also noch einer lebt noch. Gleich zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super, die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Ja. Lass uns jetzt über die Bezahlung reden. Zahlung? Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Vielen Dank, Waffenhändler des Vertrauens von um die Ecke. So, ja. Wir spielen jetzt mal Risiko und gehen zur nächsten Cutscene. Ein Hoch darauf, dass es gerade gespeichert hat. Also wir machen jetzt hier die Vorstellungsrunde in Sanctuary. Wir machen jetzt einen Ausflug zu Dr. Zed, der natürlich nichts mit Dr. Ned zu tun hat. Das darf man nicht verwechseln, die beiden. Echo-Sims mit nach Pandora gebracht. Ich habe beide schon durch... Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Hallo, Dr. Zed. Erstmal Automaten checken. Jetzt ein bisschen. Und der das Ding einfach vollkommen in den Rhein rammt. Ja, passiert. Mach ich auch immer. Ich wurde angeschlossen. Ich brauche Hilfe! Das Schild. Hat er nicht. Hier. Dr. Zed. Du brauchst Kohle. Zed braucht 20 Milliliter Badesserigkeit. Sofort. Hey. Ja, wir haben noch einen, der wunderbar mit Messern umgehen kann. Na, was soll ich machen? Ihn umbringen oder nicht? Die OP durchführen. Mit einem Skalpell, bitte. Okay. Gleich erst. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter kleinen den Einschnitt. Vor. Jungs, ja. zieht die Schutzbrille auf. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Kleiner Einschnitt. Ja! Fast. Oh. Aber fast. Stück Iridium? Verdammt. Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Schleckkräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert. Es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ein toller, echter Doktortitel. Gott sei mein Zeug. So. Eines Tages. Wo Tennis ist, wissen wir schon. Striker geht vor. Ich chill hier hinten. Ja, mach das. Gucken, ob es klappt. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Willkommen in Dr. Zed's. Ich mag sie nicht. Sie ist interessant.
Man kennt sie halt ja aus dem ersten Teil. Wann habe ich zuletzt was gegessen? Soll ich auch den Grund nennen, warum ich sie nicht mag? Wollen wir Skagjägerkarten tauschen? Auf jeden Fall kannst du mit ihr reden. Aber du darfst uns natürlich vorher gerne aufklären. Weil sie keinen Speck mag. Ja. Ist eine gute Begründung. Speck ist Leben. So, Abschluss. Kommt dann hier direkt bei Setti neue Quest, oder? Wieder, ja, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Hallo, Set. Habt ihr was? Hey, ich glaube, Tetanus habe ich schon. Was macht ein Loch wie eine Kugel? Ist aber keine Kugel. Grundseriösen Job für. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Okay. Also ich bin dafür, wir schmeißen noch Claptrap dazwischen. Okay, wir machen noch eine ganze Quest hier. Das kann aber noch bis morgen dauern, bis wir fertig werden damit, ne? Ja, also ich... Du hast Zeit. Heute immer noch nicht geschafft. Untertan, schau mir! Dein Meister befiehlt es dir! Vor allem, wer hat ihn zum Meister ernannt? Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Ich fang mit dem Tanzen an. Oh. Sammel du lieber noch die Steine. Oh, gefunden. Oh, Scheiße. Es, sieht so aus, als wenn die ich da reingucke, werde ich wahrscheinlich. Ich wusste es. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, oh, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Oh! So wie es Claptrap schon erzählt hat, das ist der Spind, um auf, mit anderen Charakteren halt das Inventar hin und her zu schieben. Verschnellt? Ja. Ich hätte was, was ich dir ausleihen könnte erstmal. Okay. Wow, für so ein frühes Level? Level 8. Eieiei. Was denn, die Flame of Firehawk oder was? Jupp. Ich hab irgendwie Lulabob-Sachen drin, ich war schon mal vorbereitet. Für 21 habe ich jetzt irgendwie noch eine lilane Schrotflinte drin. Du willst gar nicht wissen, was ich drin habe. Wahrscheinlich hier Level 72er OP4, sonst was für Dinge. Nein. Noch alles unter OP. Ach so. Ich zeig sie dir auch nur im Handel. Hast Angst, dass es weggeht? Oh mein Gott. Ich erinnere mich, als wir sie gefunden haben. Da war ich, glaube ich, dabei. Und die. Oh. Das ist okay. Ja, klar. Ja, schließ mich ein Kind aus. So ja, wie du hättest es ruhig versteckt aufzeigen können. Okay, ja, komm. Nein, jetzt möchte ich sie auch nicht mehr sehen. Nein, nein. Oh, doch, du willst sie sehen, die eine. Oh. Nein, 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 ich laufe jetzt weg. Okay, er läuft weg. Also eine Katzin haben wir nämlich noch. Oh, lass uns kurz den Inventar aufräumen. Lass uns doch vorher eine Speicherfunktion nochmal finden, Alter. Bevor es gleich wieder bei mir abstürzt. Ja. Junge, da krieg ich gerade richtig Bammel, ey. Ich bin zuversichtlich. Gut, wenn du zuversichtlich bist, geht das auf deine Kappe. Kann ich rein? Ja. Kann ich rein? Da seht ihr gar nichts. Oh. Waren wir hier schon? Willkommen bei Moxie. Nee, das kommt noch. Hi. Das kommt erst später. Und die Süchtigen wieder am Start. Ich mach mal kurz noch eine örtliche Herausforderung.
Okay. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges, etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Hey, Roland, hier ist Hansa. Oh, Granate! Meine Männer haben eure Banditen erst aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Lance-Männer, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde, aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lands anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Yay! Echo's geschafft. Woo! Yep. Ich habe hier ein paar Skins gewonnen, da könnt ihr gerne nochmal durchgucken. Ist eine Dragonlaw dabei? Ich glaub nicht. Dann sind die Skins nichts wert. Können wir ein paar Sachen verkaufen hier? Ja, habe ich alle. Das ist okay. Ja, aber dann können wir hier noch irgendwelche Quests mitnehmen. Habt ihr auch. So. Haben wir heute eine sehr gemütliche Runde gemacht, um in Sanctuary die Charaktere kennenzulernen. Und die Echos von Roland haben wir uns auch gut gegönnt. Siehst du eigentlich, wie ich meine Waffen wechsle? Oder wie ich meine Waffen wechsle? Siehst du das? Du packst sie nach hinten und das war's. Also okay. Ich sehe da hinten noch eine Quest bei Moxie drin. Jetzt? Oh, das könnte von Hammerlock sein. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ja, jetzt sehe ich's. Du mieser Wichser. Hallo. Es gilt, Korbzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Mama, Freshnate macht unanständige Sachen. Unanständiger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Okay. Wir wollen einen neuen Namen für die Bullimons entdecken, also... Mit Sir Hammerlock zusammen, wenn wir das noch in Erfahrung bringen. Oh, ist ja noch eine Quest. Oh Gott. Ja. Was haben wir hier Schönes? Töte die Assassins. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Gut, dass Alter. Wir nur zu dritt sind. Das ist widerlich. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wie gesagt, du hast sogar weiße Ausstrahlungen, sagen wir mal so. Das sieht. Ja. Super. Gut, dann machen wir jetzt hier aber auch Feierabend für heute. Wir bedanken uns natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's dann wieder raus in die Weltgeschichte zum
töten, looten und noch mehr töten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst sehr super gerne eine Bewertung da. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet. Ciao. 170. Und versteht auch noch.